Sarah, schön, dich zu sehen. Ich hab das mit dem Vorfall zwischen Matteo und Rosa im Sanktum geklärt. Als Vorfall würde ich es nicht bezeichnen. Eher als Diskussion. Aber danke trotzdem. Kein Problem. Könntest du ihm vielleicht sagen, dass er einen Gang zurückschalten soll? Sicher. Danke nochmal, Sergeant. Ah, hallo. Kommst du vielleicht wegen der Stelle? Der Officer da drüben kann bei Kopfgeldfragen helfen. Security Officer in Teilzeit. Ein sehr flexibler Posten. Du kannst im Grunde immer arbeiten, wenn du Zeit hast. Ganz ohne Druck. Wir haben gerade ein paar Lücken im Dienstplan. Macy ist im Mutterschutz. José nach Cydonia ausgeliehen. Alles auf einmal, wie das oft so ist. Also suchen wir jemanden, der die Lücke schließt. Interesse? Naja, eins nach dem anderen. Erstmal muss ich fragen, hast du irgendwelche Security-Erfahrung? Natürlich zählt das. Ich meine, du lebst noch. Und Widerstandsfähigkeit ist für einen Beamten eine wichtige Eigenschaft. Ich glaube, mehr brauche ich nicht hören. Dein erster Auftrag ist ganz einfach. Geh zum Mast und rede mit Agent Platon von Aegis. Es wurde ein Paket an einen toten Briefkasten geliefert und die UC Security muss sich darum kümmern. Er erklärt dir alles. Du weißt schon, MAST, das militärische, astronomische und scientifische Triumvirat. Das Riesengebäude in der Stadtmitte. Das Hauptquartier der United Colonies? Vielleicht war das Vorstellungsgespräch doch etwas zu kurz. Aegis? Im Grunde der Geheimdienst der United Colonies. Denen geht es darum, Bedrohungen für New Atlantis vorzubeugen. Das ist zwar eine andere Abteilung, aber manchmal arbeiten wir zusammen. Wir legen also Wert auf gute Beziehungen zu ihnen. Erweisen wir Agent Platon diesen Gefallen. Dann hilft er uns vielleicht mal, wenn wir darauf angewiesen sind. Eine Hand wäscht die andere. Naja, du lieferst es zwar hier ab, das heißt aber nicht, dass es auch hier bleibt. Für den Grund musst du Aegis fragen. Mich geht das nichts an. Falls du Fragen hast, sag Bescheid. Ich habe die besiedelten Systeme in allen möglichen Raumschiffen bereist. Doch in der Nähe wird mir immer noch übel. Mein Kontakt arbeitet im Rekrutierungsbüro, also wird er versuchen, dich anzuwerben.
Ob ich New Atlantis vermissen werde, wenn Toni und ich gehen? Ich glaube nicht. Oh, hallo. Mir geht's klasse. Und dir so? Das höre ich gern. Ja, das Leben ist schön, was? Ich lege seit einer Weile Geld beiseite, damit mein Freund Toni und ich die besiedelten Systeme erkunden können. Wir kommen der Sache immer näher. Toni und ich wollen mehr vom Universum sehen. Ich liebe meinen Job, aber es muss im Leben doch mehr geben, als sich in New Atlantis abzurackern. Was ist mit dir? Hast du schon Abenteuer erlebt? Wow, da werde ich ganz neidisch. Eines Tages musst du mir und Toni alles darüber erzählen, ja? Kommt drauf an. Was soll's sein? Essen oder shoppen? In dem Fall gibt es eine Menge Möglichkeiten in New Atlantis. Dawn's Roost dürfte das schickste Lokal sein. Die Steaks dort sind perfekt. Aber wenn ich ehrlich bin, gehe ich lieber zu Chunks. Mein Freund und ich lieben beide Terra Brew. Wirklich? Naja, du hast schon recht. Ich bin erschöpft. Ich liebe meine Arbeit, aber sie ist anstrengend. Ich könnte wirklich einen Terracino von Terra Brew brauchen. Wirklich? Das ist aber nett. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Zu beschützen und zu verteidigen und die Werte der Erde. Aufträge. Zeigt ihnen, was die UC können. Supra et Ultra.
Hoffentlich willst du nichts melden. Falls doch, heißt das, du hast schon zu viel gesehen. Natürlich bist du hier jederzeit willkommen, so wie jeder andere auch. Aber vergiss nicht, du wirst überwacht. Nein, meine Eltern wären nie so anmaßend gewesen. Jeder Agent bei Aegis kann ein Pseudonym wählen, das natürlich genehmigt werden muss. Und ich habe mich dafür entschieden. Seitdem ist mir klar geworden, dass ich nicht ganz so klug bin, wie ich früher dachte. Ist wahrscheinlich niemand von uns. Wir sind der Geheimdienst der United Colonies. Die UC Security reagiert auf Bedrohungen. Aegis verhindert, dass sie überhaupt erst entstehen. Ich bin der Leiter von Aegis, der Geheimdienstabteilung im MAST. Ich beaufsichtige unsere Projekte und die Agents im Einsatz. Weitere Einzelheiten kann ich dir aber leider nicht nennen. Du musst eigentlich nur wissen, dass wir den Bürgern dienen und die Guten sind. Unser Hauptanliegen ist die Sicherheit der Bürger und des Besitzes der United Colonies, wo immer sie auch sein mögen. Wir behalten, naja, alles im Auge. So wurden wir gelegentlich schon bezeichnet, ob im Guten oder im Schlechten. Diese Meinung kannst du natürlich haben. Und es gibt viele, die das ähnlich sehen. Trotzdem werden wir genauso auch auf dich aufpassen. Ah, verstehe. Du kommst von Sergeant Yumi. Du bist größer, als ich dachte. Oh, das war kein Kompliment. Nur ein Kommentar. Wie auch immer, kommen wir zur Sache. Wir glauben, einer unserer Übergabepunkte ist aufgeflogen. Darum möchte ich, dass jemand von der UC Security die Sache übernimmt. Bring das Paket zu Sergeant Yumi. Er wird es als Beweis aufnehmen, bevor es wieder zurück zu Aegis kommt. Wir gehen davon aus, dass andere Gruppen Bescheid wissen und so unsere Agents enttarnen können. Da das Paket sich bereits dort befindet, können wir die Sache nicht einfach ignorieren. Damit uns keiner auf die Spur kommt, muss es jemand von außerhalb von Aegis beschaffen. Ich habe dem Sergeant gesagt, dass ich die Person für diesen Job zuerst selbst treffen will. Ist nichts Persönliches, aber diese Art von Auftrag ist nun mal neu für dich. Fahr mit der Net zum Weltraumhafen. Direkt beim Bahnhof gibt es einen Galbank-Automaten. Das Paket klebt unter einer der Bänke. Bring es zu Sergeant Yumi, dann ist der Job erledigt. Solltest du nicht wissen, dass sowas vertraulich ist? Ist heute dein erster Tag oder so? Keine Sorge. Will dich bloß ein bisschen piesacken. Vertraulich ist die Info aber trotzdem. Viel Glück mit der Mission. Noch ein Tag, noch ein Credit.
Wie läuft die Ermittlung? Schieß los, falls du noch Fragen hast. Ausgezeichnet. Heutzutage sind gute Leute selten. Allerdings scheinen wir Glück zu haben. In letzter Zeit gab es bei uns viel Zuwachs. Und alles nur dank meiner eigenen Initiative. Mich auch. Und da ihr alle auf Abruf arbeitet, sparen wir uns die Formalitäten. Hier ist dein Geld. Falls ich mal wieder einen Job für dich habe, melde ich mich. Hallo und willkommen bei Terra Brew. Was darf's denn sein? Natürlich, lass dir ruhig Zeit. Wir müssen mit John Tuala im Mast reden. Freue mich riesig, später Tony zu sehen. Irgendwann verlasse ich New Atlantis. Für immer. Vielen Dank. Bald habe ich wieder jede Menge Energie. Dann bin ich die leidenschaftlichste Hausmeisterin in ganz New Atlantis. Hier, das habe ich beim Putzen gefunden. Ich dachte, du kannst es vielleicht brauchen. Danke nochmal. Wirklich sehr nett. Wir sehen uns.